Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung über den Beitritt des Landes Hessen zum Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und Freistaat Bayern über die Zugehörigkeit der Mitglieder der Patentanwaltskammern, die ihren Kanzleisitz in Nordrhein-Westfalen eingerichtet haben, zur Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung. Drucksache 6818 zu 6608 aus 20. Der Berichterstatter ist Herr Honka. Ich freue mich, dass Sie jetzt den Gesetztitel auch noch einmal vorlesen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, solch einem Wunsch mag ich doch gerne Folge leisten. Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtspolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung über ein Gesetz über den Beitritt des Landes Hessen zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Freistaat Bayern über die Zugehörigkeit der Mitglieder der Patentanwaltskammer, die ihren Kanzleisitz in Nordrhein-Westfalen eingerichtet haben, zur Bayerischen Rechtsanwaltssteuerberaterversorgung. Beschlussempfehlung: Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Auch das war einstimmig. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Honka. Auch hier verfahren wir so wie bei dem vorhergehenden Gesetzentwurf. Es ist keine Aussprache vorgesehen. Die Abstimmung werden wir dann heute Abend vornehmen.